Hi Leute, hier sind wir Herzlich wieder. Herzlich willkommen zurück. Genau. So, ich war kurz AFK, so gesehen, wie man es halt sagt, in der Spielersprache. Away from Keyboard und so. Und das war Fehlalarm mit dem Essen. Mein Vater wollte ja nur irgendwas von mir, aber das müsste er ja nicht wissen. So, wir machen uns jetzt geschwind auf den Weg zur Königin, wo wir rein theopraktisch wissen müssten, wo sie ist. Noch ein bisschen. Und ja, wir reden natürlich auch, weil sonst ist das ja kein Let's Play. Nee, laut unserer Definition. Ach, wieso sind da jetzt wieder solche Brackläufer? Muss die doofe Königin so viele Eier legen? So. Also das Positive ist, dass wir uns hier jetzt so dolle umgesehen haben. Ja, genau, wir haben den Eingang wieder verpasst. Da vorne. Den hättet ihr aber auch nicht gesehen, wenn ihr nicht auf... Hä? Ja, den hättet ihr wirklich nicht gesehen, wenn ihr nicht auch auf die Karte geguckt hättet, oder? Ja. Also ich hätte ihn auf jeden Fall... Oh, sind da schöne Lichter. Okay. I kill you. Ey. Scarlet. Alter, Scarlet. Geht's noch? Reiß dich doch mal zusammen, Herrgott. Genau. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist einfach hier nicht drin in dem Spiel, dass du schlapp machst, Alter. Ja. Ich meine, was bist du denn für eine Heldin, die stirbt? Aber eins muss man sagen, diese Waffe hat irgendwie Style. Na? Abgesehen davon habe ich gerade eben auf diesen ollen, blöden, bescheuerten Knopf gedrückt. Und was ist? Die Dame hat gar nicht angegriffen. Oh. Die Musik. Epischer Bosskampf steht uns bevor. Nee, nee. Eins, zwei. Und da hinten ist das große Vieh. Ja, gar nicht auffällig, gegen wen wir jetzt kämpfen sollen. Die Frage steht jetzt allerdings im Raum. Greift sie uns automatisch an, wenn wir erst die kleinen Viecher... Wir müssen erst die kleinen Viecher umbringen. Das ist uns klar. Hey, du wurdest getroffen. Sag mal, jetzt fühle ich mich hier vor. Warte, die Musik, wo mein Fernseher jetzt dazu hört. Nee. Die machen da gerade so einen Volkstanz. Und du, Kampf, epische Musik. Ja, war hier ja auch. Ich fühle mich nur ein bisschen leicht verarscht. So, wir dürfen hier jetzt nicht nochmal sterben. Weil einmal sterben müsste, wenn überhaupt, im Bosskampf nur drinne sein. Wir wissen ja nicht, was die Olle zum Zicke kann. Oh. Wir sind übrigens knapp an der Level 15. Bereit, an das Schiff zu kommen. Wie gesagt, Leute, schreibt bitte drunter, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ne? Ich wollte eigentlich nämlich nur noch diese Mission da jetzt machen. Und wie gesagt, schreibt mal bitte drunter, wenn ihr dieses Ruffarm sehen wollt. Weil ich denke mal schon, das ist wichtig für den Nachhinein und dementsprechend möchte ich das halt machen. Kann ja auch nicht schaden, ein bisschen beliebt zu sein.
Ja. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Ich hab getroffen. Ich hab's gesehen, dass ich getroffen habe. So. Jetzt wird die Kika hier mal ein bisschen sauer. Ich sollte mal öfters sauer werden, dann spiele ich auch konzentrierter. So. Also, wir machen jetzt mal schnell unsere Lebensleiste, printen wir hoch. Ein bisschen Fisch. Dass die Dame hier noch keine Magenprobleme hat, ne? Alles mal querbeet essen. Ja, jetzt kommt auch noch so eine Henkersmusik. Man hört die Sense. So, was haben wir hier noch? Zum Verkaufen. Wir nehmen tendenziell das, wo wir weniger haben. Das hier allerdings nicht, weil das mehr Lebenspunkte auffüllt. Das ist immer ein Kampfgut. Und ein Apfel. Obst ist gesund. Ja. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier so an. So, und jetzt kämpfen wir gegen die olle Schreckschraube. Patrick, wo ist sie? Hä? Da vorne. Gut, wir probieren's. Jetzt könnten wir allerdings... Jetzt bin ich mal ein bisschen so wie in Underworld. wie in Dings. Wie Patrick meistens bei seinen Let's Plays. Wir speichern mal vorher. Man weiß ja nicht. Patrick antwortet ja nicht mehr. Auf merkwürdige Art und Weise. Hey! Immun, okay. Ey, was? Boah. Okay, wir müssen die Waffe, denke ich, mir mal wechseln. Ich glaube es. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die andere Waffe nimmt. Nee, nehmen wir mal den. Nee, ist immun. Ey, jetzt mal ernsthaft. Leute, wir müssen vielleicht mal mit einem Hammer. Wir probieren's. Geronimo! Passiert nichts. Ey, das tut weh. Mann! Erstmal hier. Nochmal. Und. Nee. Wir probieren es doch mit der. Die müsste ja mehr bringen dann. Ausweichen. Ich schwöre. Was ist das? Gesundheitstrank. Gut. Der Gesundheitstrank ist gut. Ey, ich bin ausgewichen, ihr Penner. Ja, wir gehen mal lieber noch mal ein bisschen weg. Aber, na gut. Erzwingen! Ja. Ausweichen! Ausweichen! Scarlet! Ah! Ja, na. Karotten. Was machen Karotten? Gesundheit sollten sie eigentlich auffüllen. Brot. Danke. Oh.
Wir müssen uns mal demnächst wieder was kaufen. Ja. Oh, jetzt weiß ich, wieso ich nicht antworte. Warum war der Mute-Knopf aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Lass mich. So, wir haben sie gekillt. Und das Licht geht Gratulation. aus. Genau in derselben Sekunde. Was haben wir denn hier? Leuchtkörper der Königin kann als Laterne benutzt werden. Ja, machen wir. Zu Hause ist, wo dein Ruhestein ist. Ja. Eine Weisheit des einfachen Volkes. So, wir brauchen Licht, weil ich sehe hier irgendwie nichts. Und die Laterne müsste auch angeschmissen werden. Danke. So, und raus geht es laut Karte hier irgendwo in der Ecke, meine ich. Wieso ist die Musik immer noch so, als ob wir in einem Kampf wären? Da vorne. Das beunruhigt mich ein wenig, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin ja ehrlich. Ach, klar, weil es nur der Raum war, wo der Kampf stattgefunden hat, ist schon klar. So, jetzt gehen wir hier raus. Hoffen, dass hier jetzt keine. Okay. Hier sind wieder welche. Obwohl die Mama tot ist, kann sie anscheinend immer noch gebären. Weiß der Geier wie. Aber das geht nun mal. Verstehe ich auch nicht. Egal, dann haben wir Laternen gedünst. So. Der Ausweg müsste hier vorne sein. Ne, da vorne. Okay, da vorne machen wir das. So, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. So, hier lang. Wir nehmen lieber doch unsere Waffe. Man weiß ja nie. Okay. Und hier vorne. Gut. Sind wir zwar an einem völlig anderen Ausgang, aber das stört uns ja nicht, ne, Patrick? Nö, wieso auch? Ja, ich meine, Hauptsache, wir sind erstmal da draußen. Alle, die das Licht mögen, inklusive mir, atmen jetzt auf. Ich weiß Ich nicht. weiß nicht. Ja, und schon haben wir 3 bis 4, nee, zwei Emotes, die sagen. Ich weiß nicht, als ich aus dem Wasser stieg, kam. Was weiß ich. So, jetzt müssen wir zurück zu den Bettenlager. Wo haben wir denn das dänische Bettenlager? Wo haben wir denn? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist er jetzt nochmal? Mein Orientierungssinn ist gleich gen Null. Kann das sein? Schlimmer als bei Dioga. So, wir gucken jetzt erstmal auf der Karte. Wie soll ich denn sonst wissen? So, wir sind. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind da. Und wir müssen, denke ich. Warte. Händler? Da! Da vorne! Ha! So nah und doch so fern. Jetzt gehen wir zu den einen Typen und sagen denen mal erstmal Bescheid, dass wir zumindest die eine Aufgabe erfüllt haben. So. Mir geht es ja eigentlich nicht um die Dukaten. Aber wenn man sie kriegt, ist Ich bin auch gut. sozusagen nicht im Dienst. Da spricht nichts gegen ein oder zwei Bier. Ja, will ich auch nicht sagen. Ich habe die Brachläuferkönigin besiegt. Gut gemacht. Hier ist eine hochverdiente Belohnung. Ah, cool. Bis später. Ah, 200 Erfahrungspunkte erlangt. Jetzt will ich nochmal gucken. So.
Jetzt mal ganz ernsthaft. Sie sitzt und ausruhen heißt ja eigentlich nicht unbedingt schlafen. Doch, bei ihr heißt Ausruhen wohl unbedingtes Schlafen. Interessant, dass es Nacht ist und am Fenster ist es hell. Es ist sehr interessant. Egal. So. Da wir jetzt noch ein paar Minütchen, so fünf haben, könnten wir uns schon mal auf den Weg zur nächsten Mission machen, ne? Keine Karte verfügbar. Wo haben wir es? Hier. Banditenjagd im inneren Bezirk. Zerschlage die Banditenquartiere im inneren Bezirk. Es gibt zwei Banditenhauptquartiere im inneren Bezirk. Wenn ihr beide vernichtet, wird es in den Straßen sicherer. Ja. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass es für mich sicherer wird. Wie gesagt, ich glaube eher, dass das jetzt ins eigene Fleisch schneiden ist, ne? Weil die Banditen sollen mir helfen, auf diesen Schiff zu kommen. Ich glaube kaum, dass sie mir freiwillig helfen werden. Was kann ich für dich tun? Ist irgendwo zu bezweifeln, ne? Ich möchte deine Waren sehen. Ja, irgendwo schon, ne? Wir entleeren mal kurz unser... Ne? 150, ja. Wir haben ja genügend. So. Maiskolben haben wir gefunden, so viele Münzen. Jetzt haben wir hier Teufelswut. Das ist eine Pflanze. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Ja. Haben wir hier nicht irgendwie einen Bäcker oder sowas, wo ich Kuchen kaufen könnte? So, wir gucken mal. Also zwei Quartiere. Einer ist da, einer ist da. Dann machen wir uns mal zu den... Ja, nee. Ja, ich meine, rein logisch wird man jetzt aber auch denken, wenn es auf den Straßen sicherer wird, würde diese päusische Besatzung ja fallen müssen, ne? Also, die müssten ja weggehen. Oder wie denkst du? Eigentlich schon. Was ist das? Ach. Ach, wie süß, ein kleiner Brunnen. Wir sind hier allerdings auf der falschen Seite. Und ich glaube, für... den Trick mit den Banditen, die umzubringen, glaube ich nicht, dass die... Wundern die sich eigentlich nicht? Diese päusischen Typen? Wieso? Du denkst mir zu weit. Naja, ich meine, ich hab doch deren Waffe an. So schön zur Schau gestellt. Mal gucken. Mm. Ich gehe jetzt mal einfach so an denen vorbei. Entschuldigung, oh! Wer bist du und woher kommst du? Und wieso fragst du mich jetzt? Vorhin hast du mich nicht gefragt, mein lieber Herr. Ich bin eine Händlerin. Ich bin eine Händlerin. Ja, das Handeln ist hier ja nicht erlaubt. Womit handelst du denn? Ich handle mit Nahrung. Oh mein Gott. Ich handle mit Ohren von neugierigen Wächtern. Kann ich auch anklicken. Ja, das ist lustig. Das würde irgendwie zu ihr passen. Ja, soll ich mal klicken? Ja, mach mal. Mal gucken, was sie sagt. Ohren von neugierigen Wächtern. Sei gewarnt. Stelle nicht mein Gemüt auf die Probe. Hätte ich nicht strenge Befehle, die es untersagen, würde ich dich jetzt und hier in zwei Hälften spalten. Ach, das schiffst du eh nicht. Aus meinen Augen! Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer.
Weißt du? Naja. War ja auch ziemlich provokativ, das zu sagen eigentlich. Ja, schon, aber wie sie das gesagt hat, mit den Untertonen. Ja, nee, also. Ich denke, ich gehe jetzt mal off-screen dahin, beende das Zeug hier jetzt gerade und so. Und da muss ich eh die nächste Zeit erstmal die ganzen Folgen hochstellen, was ihr natürlich zu dem Zeitpunkt schon gesehen haben wird. Und ja, nee, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Angenehmes Schaffen, was auch immer ihr macht, ne? Bye, bye. Sagst du auch noch Tschüss? Ja, auf Wiedersehen. Sorry, ich hab's gerade nicht so gehört. Achso, okay.